Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir leckere Zitronenkekse. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst wird das Mehl mit dem Backpulver vermengt. Anschließend kommt Zucker und Vanillezucker dazu. Die Butter wird in kleine Würfel geschnitten und auch dazu geknetet. Zum Schluss kommen die flüssigen Zutaten dazu, das Ei und der Saft der Zitrone. Ihr könnt den Teig natürlich auch mit den Händen kneten. In der Küchenmaschine lasse ich den Teig jetzt für 5 Minuten auf mittlerer Stufe ordentlich durchkneten. Ich stelle meinen Teig jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank. So lässt er sich später besser verarbeiten. Circa Teelöffel große Kugeln formen. Und ordentlich im Staubzucker wälzen. Wenn euch mein Video wieder gefällt, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Die Kekse kommen nun bei 180 Grad Umluft für circa eine Viertelstunde in den Backofen.